Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von The Witcher 3 Wild Hunt. Wir haben ja jetzt einen schönen Auftrag bekommen. Wir müssen Ciri suchen, weil sie wird verfolgt und ist in großer Gefahr. Yennefer ist schon mal los. Sie hat sich teleportiert. Ich möchte auch. Jedenfalls gucken wir uns das hier nochmal an. So soll sie jetzt ungefähr aussehen. Scars healed nicely. Yep. Eine hübsche. So, ich bekomme hier Nachrichten. Das muss nicht sein. Moment. Mann, ich habe jetzt hier was eingesammelt. Noch mehr. Aus. Ich habe keine Ahnung, macht Spaß, immer die Flammen auszumachen. Ein rostiges Brotmesser. Ich nehme einfach alles mal. Ich glaube, Bücher sammeln ist immer ganz gut. Sehr schön. Wir nehmen einfach alles hier mit. Sieht ja keiner. So, wir haben jetzt, glaube ich, genug Bücher aufgesammelt, oder? Ich denke mal schon. Sehr schön. Kann man hier noch an den Schrank ran? Nein. Directly out of Nordlin Tales. Ambassador Varadra? Yennefer suggested I ask you about current events, the war and so on. Of course. The Emperor's servants should keep no secrets from each other. If you will, let us approach the map. Ui, das sind ganz schön viele Fragen. Wie ist die Lage in Velen? How do things look in Velen? As bad as ever. Perhaps worse. This land never flowed with milk and honey, and now it flows with blood. Armies have swept through it several times, trampling fields, looting granaries, burning villages. Famine grips the populace. So how's ruling that earthly paradise going for you? Not well, to be honest. Our forces are spread thin as it is, and Velen is chiefly swampy forests that are difficult to control. We've had several patrols never return to their camps. Thus, we've temporarily delegated authority in this region to a certain Nordling, a former low-ranking officer in the Temerian army, one Philip Strenger. Better known by his nom de guerre, the Bloody Baron. I advise you well, avoid him. Merke ich mir. Ich frage noch eine Sache. Ich glaube, dann machen wir mal lieber was weiter. Eine allgemeine vielleicht. Wie läuft der Krieg? How's the war going? I mean, apart from the fact that Nilfgaard's triumph is imminent. I assume this to be a private conversation. We've no witnesses, so let's dispense with the propaganda, even that shrouded in irony. Our offensive was going splendidly until winter came. Edirne was in such disarray that we encountered no resistance. We had reached the Pontar before the first snows. Only a weakened Kedwin remained, and Radovid's Redania, which had ignored the rest of the North's pleas for help. We thought they'd sue for peace. Perhaps even submit to vassalization. We waited for spring, certain of victory. Radovid? Submit? Yes, a vain hope, I agree.
Radovid sent no peace envoy, nor did he advance on our positions. Instead, he trudged over the snow-bound Kestrel Mountains and attacked Kedwin, his ally. This attack took the Kedweni by surprise. They were still mourning the loss of their king. Rudderless and dejected, they laid down their arms after a few lost skirmishes and joined Radovid. And so by spring, instead of two weak enemies, we had only one powerful one. What about Kavir? Kavir values its neutrality enough not to lend its armies, or more importantly, even its coin to either side. Returning to the war, this spring there was a massive battle in the marshes of Velen. Massive, yet indecisive. Both sides suffered enormous losses, unprecedented even. Radovid has retreated across the Pontar. He's safe for now, until reinforcements arrive from the south. Then Emperor Emir Var Emrys will deal with him once and for all. Couldn't you just go home? Save everyone a lot of marching, not to mention a few human lives. I'm afraid the stakes are too high to fold now. We can only go all in. Thanks for your help. Think nothing of it. May the great sun light your path. Wir müssen ja nicht noch mehr über Krieg reden, glaube ich. Wir haben genug gehört. Gibt's noch ein paar Bücher oder so? Hier könnten noch welche sein, oder? So, hier waren wir sonst. Können wir ja hier raus. How might I serve the gentleman? By returning my things. Citrus and cloves. The fragrance will keep the gentleman's robes fresh somewhat longer. Thanks, bunches. The Emperor is not known for his patience. He wants his daughter back safe and sound, as soon as possible. Yeah, mentioned something of the sort. So long. One false move and you will regret it. So, mal gucken. Sehen wir uns gleich mal wieder um. So, jetzt haben wir wieder alles. Sehr gut. Oh, das kann man alles lesen. Oh mein Gott. Also wer es lesen will, kann gerne Pause drücken. Das sind wahrscheinlich die Geschichten. Sieht aus wie ein Gedicht. Verse. Manche Bücher habe ich 1000 Mal eingesammelt. Hier ein bisschen Hintergrundinformation von Ciri. Sie ist die Erbin des Thrones von Sintra, Prinzessin von Bruegel. Ihr Vater gefällt mir sowieso nicht, so ein Mistkerl. Und sie gilt als vermisst. So, da haben wir noch ein paar Sachen. Ich quäle euch heute ein bisschen hier mit Texten. So,
Aber mir fehlt die Zeit, das jetzt alles selber zu lesen. Mache ich vielleicht selber, wenn ich mal auf mein Video gucke. Da mache ich Pause und lese, ganz bestimmt. Ein Brief von Yennefer. Sie hat das Einhorn. Ein Auftrag. Ja, okay. Moment, Moment, Inventar. Nützliches. Was haben wir denn Nützliches gefunden? Unser Platz geht auch langsam hier aus, oder? Scheiße. Das können wir verkaufen, verkaufen. Sehr schön, das können wir erst verkaufen. Hier ist noch ein Ausrufezeichen. Hier ein Adeliger. Mhm. Gewinnspiel. Ah, oh, nicht schon wieder so das Scheißspiel. Ich kann es nochmal probieren. Wetteinsatz festlegen. Wouldn't mind a few rounds of cards. Ich will es nochmal probieren. Starten einfach mal, oder? Nicht genügend Einheiten. Oh Mann. Ich muss die mir jetzt alle raussuchen, oder was? Was ich hier mache. Ist das überhaupt richtig? Einheitenkarten fehlen mir. Was sind denn Einheitenkarten? Ich nehme einfach alles. Immer noch nicht. Ich habe auch gar nicht so viel Karten, wa? Damit kann ich doch nichts machen. Ja, ich habe nicht mal wirklich die Karten dafür. Na toll. Das war jetzt voll der Fail. Wie können wir raus? Können wir hier noch irgendwas machen? Trödeln wir mal nicht hier rum. Gehen wir mal raus hier. Schnellreise. Ach, wir können ja nicht raus. Mann, was verarscht ihr mich denn hier die ganze Zeit? Ich möchte doch reisen. Hierhin möchte ich. Geralt und Yennefer were reunited. Something even more important happened in Vizima. Geralt learned that Cirilla, his one-time ward, had returned from afar, and she was in danger. He was to find her at the Emperor's command and Yennefer's behest.
Na, mal sehen, ob wir sie da finden. Aber ich denke nicht, dass das so einfach sein wird. Wir müssen bestimmt ein bisschen mehr Informationen finden. Aber mal schauen. Aber irgendwann sehen wir sie ja sowieso wieder. Sie ist bestimmt stark geworden. Vielleicht besser als ihr Meister. Also Geralt, meine ich. So, und jetzt? Jetzt lädt sie eine Weile. Mensch, mach schon. Immer diese lange Wartezeit. Ich bin noch gespannt, was für Monster noch kommen werden. Ich habe ja noch nicht wirklich viel geguckt, weil ich mich nicht spoilern wollte. So ein bisschen Überraschung. Aber hier gibt es ja allerlei Kreaturen. Oh. Und hier hängen ganz viele Leute am Baum. Der Baum des Todes, würde ich mal sagen. Uiuiui. Da unten sind ganz viele Wildhunde. Ich habe Lust zu kämpfen. Nach dem ganzen Gequatsche immer. Ist so ein bisschen Action vielleicht auch nicht schlecht. Wow. Echt nicht schlecht. Rohes Fleisch. Die sehen echt nicht appetitlich aus, die Viecher. Das kann man nicht mehr Hunde nennen. Mal einen Apfel essen. Oh, das sieht so schön aus. Eine alte Frau. The time's ever gonna not be foul. Ist sie denn alt? Hunger's turned this one pale. Uiuiui. Alles abgefackelt hier. No, the price for their help. Blood. They're nightmares. So, einfach alles hier annehmen. Und man hört die Krähen. Alter. So, ein bisschen hier die Waffen aufwerten. Uiuiui. Ja, einfach alles abfackeln. Ja, wir müssen jetzt erstmal einen Jäger finden. Das ist, glaube ich, eine Nebenquest.
Können wir ja direkt mal machen. Uiuiui, nicht schon wieder hier sterben. Ich laufe mal ein bisschen, damit ich vielleicht ein paar Gegner treffe. Ich muss echt noch üben. Zum Beispiel hiermit. Schritte noch. Alter. Come on. Noch irgendein Vieh, oder? Ich helfe dir, Moment. Come on, come closer. Alles klar. Unbind me, for the next ones come. When they come, I'll tend to them. Meanwhile. Let's you and me chat. Like to know who I'm untying. John Verdon. Served in the 10th Maribor Division. Long way from your army. The army don't exist no more. Black One smashed it to bits. I scarpered off into the woods just before that happened. Join a group of refugees. Fucking bursting with patriotism they were. Soon as they learned I'd abandoned Temeria in her hour of need, they beat me down. Tied me up like a turkey, left me to the drowners. Na gut, ich spinne dich los. Fine, I'll help. Oh, thanks. For a minute there, I was almost sure you'd leave me to die. I'd like to thank you somehow, but I've not a chip crown to my name. Tough. I'll take the loss. Thanks, Witcher. May you prosper on the path. Wieder eine gute Tat. Da hängen schon wieder welche. Boah. Na gut, ich hole jetzt erstmal das Pferdchen hier. Komm her. Wir müssen ein bisschen reiten. Heya! Okay, aber bevor ich jetzt hier den ganzen Weg lang reite, oder galoppiere, sage ich mal, mach ich erstmal einen Cut und dann bis zum nächsten Part von The Witcher 3. Ciao!